Boys and Girls, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Es ist soweit, ihr wisst es. Der Hero Pick ist wieder gekommen. Leider Gottes, ist es wieder mit Base Heroes. 1,86 plus. Wir haben einige geöffnet. Wir haben mal geguckt, was da so rauskommt. Des Weiteren haben wir natürlich auch noch andere Sachen geöffnet, wie zum Beispiel die Wundertüten, den Wundertüten-Pick. Aber ich möchte, bevor das ganze Video startet, einen Appell an euch machen. Denn Grüße gehen natürlich raus an Debo, Grüße gehen raus an Daniel, aka die Hahn. Die haben dazu schon mal ein Video gemacht. Ich möchte es sehr gerne auch einfach nochmal an euch widmen, es vielleicht einfach nochmal ein bisschen mehr Reichweite geben. Und ich würde mir extrem, extrem wünschen, gerade, dass viele andere, vielleicht auch Creator, einfach mal die Stimme erheben. Weil das, was mittlerweile EA macht, ist nicht mehr in Ordnung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, die Videos zu Debo und Dihan kann ich euch gerne unten mal verlinken. Guckt euch die ganze Sache an, denn die haben darüber nochmal intensiver drüber gesprochen. Ich möchte bloß gerne einfach sagen, dass ich hinter diesen zwei Videos extrem stehe. Das, was mittlerweile passiert bei EAFC 24, und es ist egal, ob ich da Partner bin oder nicht, es ist reine Abzocke. Ich kann es euch nicht anders sagen. Hier ist der Appell. Ich habe euch ja immer gesagt, hey, ladet nicht auf, es ist nicht nötig, RTG geht immer, Grüße gehen raus da an die ganzen Jungs, die RTGs machen und es gibt so viele Möglichkeiten, andersweitig irgendwas zu machen, aber dadurch, dass diese Untrade Packs einfach komplett eskalieren, dass wir mittlerweile 700k, 650k, 600k, 400k Packs haben, man muss einfach mittlerweile den Appell bringen, nee, macht mit eurem Geld, was ihr wollt, achtet darauf gerne, wenn ihr das Geld habt, gebt es gerne aus, meinetwegen, keine Ahnung, ist ja auch ein Hobby, manche sammeln halt irgendwelche Eisenbahnen oder sonstiges. Mittlerweile bin ich bei dem Punkt, wo ich sagen muss, gebt für dieses Spiel bitte keinen Cent mehr aus. Das ist ganz, ganz wichtig und bitte vielleicht auch an alle Creator, versucht diese Shop-Packs nicht übelst krass in euren Videos zu promoten. Ne? Weil wenn man sich vorstellt, dass man hier 45 Euro für ein Pack ausgibt und vielleicht auch dann damit zu animiert, dass andere Leute das auch wieder ziehen und so weiter, dann ist es einfach meiner Meinung nach der falsche Schritt, den wir hier haben, den wir hier machen, gerade wenn es darum geht, irgendwie das hinzubekommen, dass EAFC es irgendwie vielleicht auch mal anders macht. Es ist vielleicht nicht so, dass jetzt das Video, dass die Videos allgemein, die hochkommen, vielleicht einen riesengroßen Änderungsschub oder einen Änderungsgedanken bei EA ermitteln, aber man muss ja irgendwann mal anfangen. Ja, und es fangen einige an, es wird immer größer, es fängt auch schon damit an, dass auch in der USA, in Amerika oder auch in England, dass viele Leute, gerade auch Creator, dagegen ihre Stimme erheben und wir müssen es halt einfach versuchen. Im Endeffekt, es ist einfach der absolut falsche Schritt, es ist ja nicht mal mehr Glücksspiel und da brauchen wir nicht drüber reden, es ist Glücksspiel. Ja, es ist einfach nur eine reine Abzocke. Es ist einfach nur noch eine absolut reine Abzocke. Ihr könnt einfach auch euer Geld zum Fenster rauswerfen oder mir die Subs schenken. Da haben sogar noch andere Leute was davon. Ihr nehmt es mit Humor hoffentlich. Aber ich kann es einfach nur sagen, ich möchte es einfach nur sagen und das ist ein ganz, ganz wichtiger Appell. Schreibt gerne erstmal eure Meinung dazu auch unten in die Kommentare. Aber ich lese auch bei mir im Chat, auch wenn ich immer wieder sage, lasst die Finger davon. Ah, ich war gefrustet, ich habe ein Shop-Pack aufgemacht, da war aber jetzt mal wieder ein kranker Spieler drin. Lasst es sein. Jungs, ich möchte euch das wirklich gerne in euren Kopf einpflanzen. Ne? Auch wenn man sagt, hey, EA wird daran nichts ändern. Wir müssen zumindest einfach an uns selber denken. Ich persönlich muss den ersten Schritt dafür gehen. Und deswegen lasst die Finger von Shop-Packs, gerade die Untrades, sowieso das zu 1000%. Auch Untrade, lasst es einfach sein. Ja, das soll ein kleiner Appell werden. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Es musste einfach mal gesagt werden, weil irgendwann wird es einfach zu viel. Und irgendwann fuckt es mich halt einfach nur noch komplett ab. Grüße gehen raus an das Video zum Totti. Ich denke, ihr habt es da mitbekommen mit der Smith. Ne, das ist für mich halt wirklich, dass ich mich darüber nicht wirklich gefreut habe. Aber ganz, ganz wichtig, ich wollte es euch einfach mal mitgeben. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß beim Video. Let's go. Guck mal, Chat. In die Hero Picks. 84er und 86er Team finde ich persönlich sehr, sehr teuer. 1 aus 4. Das glaube ich genau. Basis, dreifache Paar, UCL oder UWCL Heroes mit am Start. ABDPD ist aber meiner Meinung nach ein ganz guter Start. Man müsste halt immer gucken, ungefähr, wo die Preise liegen. Aber ABD ist eigentlich ganz geil zu spielen. Das geht schon in Ordnung. Aber 84er, 86er Team ist schon hart. Kostet halt 117k, hat gerade mal 11%. Ich denke, es gibt viele, viele Heroes. Gerne, gerne, mein Lieber. Es gibt viele Heroes, die halt wirklich deutlich, deutlich unter dem Preis liegen. Abedi, jetzt guck mal, selbst der Abedi kostet gerade mal 109k. Also das ist halt schon richtig krass, ne? Also du musst halt wirklich richtig gut ziehen, um hier Plus rauszugehen, weil die ganzen Basis-Heroes sind ja gefühlt alle nicht mehr wert, ne? Oha, der Mann hat aber hier einiges für uns am Start, ey. Hero-Picks, Icon-Pick, 78 plus seltener Gold-Profi-Pick, das ist es, Chat. Mein Lieber, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, Mucke. Lass mir bitte jetzt hier eine richtig coole Karte angezeigt werden.
Ich würd's dir auf jeden Fall sehr, sehr gönnen, mein Lieber. 78 plus Pick, wir gehen rein mit der Selna. Okay. Hero Pick. 110k geht mal aus. Ui. Ja, ja, Touré, klar, die gibt's da als dreifache Gefahr. Gar keine Frage. Aber, hey, ist das sauber. Ich meine, letztes Jahr, da wären wir komplett eskaliert. Ja, 300k ist okay. Sehr geil. Jetzt noch ein Chinola hinterher und alles ist super. Abedi Pelé kostet knapp 100k. Völler bräuchte mal eine neue Karte, ne? Völler würde ich sehr gerne als neue Hero-Karte irgendwann mal sehen. Der kostet halt aber auch nur noch 80k. Ne? Also, ist plus minus null. Und Yaya Touré ist natürlich ein W. Mit einer der Big Ws wahrscheinlich. Eigepick jetzt, Chat. Come on. Ich habe vor uns meinen geöffnet. Werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen, aber unser bester Spieler war einfach wert von 69k. 69k, Pires. Lineker, 68k. Shevchenko, 66.000. Und Barnes, 69.000. Kannst du keinem erzählen, wirklich. Come on. Abilir, geile Karte. Ich persönlich bevorzuge sie ja eh immer, weil Abilir absolut insane ist. Ich finde das einen guten Pull. Bin ich ehrlich mit dir. Kostet halt auch nur noch 285k. Kostet halt leider nicht mehr das, was die SBC mal bei war. Oder wert ist. Wert war, eher besser ist heraus. Gönne! Also, all in all sieht es halt geil aus, weil sehr, sehr bunt. Das ist schon cool. Aber ich glaube, kein einziger von den Vieren ist irgendwas wert, oder? Morientes, 68k. Selbst ein Tevez sehe ich nicht mal mehr bei 100k. Bin ich ehrlich. 62k. Also der Hero-Pick ist vom Kostenpunkt her bodenlos. Er ist bodenlos. 76k kostet er. Und Gomez wird wahrscheinlich 20-30k kosten. Also ich sag euch, wie es ist. Hero-Pick würde ich die Finger von lassen. Vom Preis her vor allen Dingen. Also macht den Preis von knapp 50k und alles ist gut. Oder 60k. Ne? Aber 110k, das ist schon ordentlich saftig, knaftig, ey. Come on. Ist Ramirez noch über 100k wert? Ich meine, wir könnten halt hier den UCL Ramirez ziehen, ne? Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Ui. Ramirez kostet sogar noch 182k. Das ist sogar ein wirklich guter W. Gutes W. Den habe ich bei mir im Main-Account im Verein. Ich habe den, glaube ich, noch kein einziges Spiel gespielt. Ich war so gehypt eigentlich auf diese Ramirez-Hero-Karte ganz am Anfang von FIFA. Aber irgendwie, keine Ahnung. Ich habe ihn nie wirklich gespielt. Zeig mir, was du kannst. Bitte. Ich glaube, da kostet keiner irgendwas. Ein Morientes, seine schlechtere Karte, kostet nur 70k. Keen vielleicht ein bisschen was wert wegen der Evo, wenn die noch da ist. Ich glaube, die Evo ist nicht mehr da, oder? Der kostet nur 23k. Aber wenn er die Evo passt, why not? Bitte eine Karte über 110k. Sieht schön aus. Oh, er hat sich relativ schnell für Milito entschieden, ne? Warum auch immer. Milito kostet 65k. McManaman, ich will nur mal nachgucken, ne? Ob der vielleicht sogar ein bisschen mehr kostet. Ja, der wäre bei 89k gewesen. Immerhin. Come on, zeig mir was. Gönne. Oh, Cole ist aber cool. Cole fühle ich. Cole finde ich sogar ganz geil. Gerade dreifache Gefahr ist halt wirklich selten, dass du den mal ziehst. Und du bist wahrscheinlich noch im Plus. Das ist schon mal auch was ganz Seltenes bei der SBC. Das muss man ja auch sagen. Das ist schon was ganz Besonderes. Nach Cole. Oh nein, der Vollbruch-Chat. Ja, ja, Pascal. Es ist hart. Es ist hart, Chat. Es ist hart. Das ist wirklich bitter. So, gehen wir mal rein. 2x85 plus hat er 3 Stück abgeschlossen. Gibt es ja jeden Tag 3-mal. Let's go. Und wir haben nämlich auch noch das 87x4. Wir haben einiges heute zu sehen. Ist aber keine Icon. Ich weiß nicht, wie man eine Icon erkennt. Ach ja, klar. Muss ja weiß sein. Klar, ich trottel. Ah, jetzt hätte man es geahnt. Kirma ist mal wieder da, Chat. Es ist mal wieder Kirma. Man kennt sie ja. Nummer 2. Back to back. Naja, diesmal nicht. Kirma Counter auf 356. Das ist so krass, ne? Also Kirma siehst du halt wirklich jedes Mal. Doppelwalkout wichtig und richtig. Gleich dahinter noch sowas wie einen Lewandowski. Nee, ist Hegerberg, oder? Nee, ach, Irene. Sorry, Irene. Es tut mir doch leid. Es tut mir doch leid, Irene. Ist okay. Machen wir bei Pack Nummer 3. Wieder kein Future Star. Aber in Form. Aber in Form. Aber das war's dann halt, ne? Das war nicht so geil. Ich meine, Info kannst du immer gebrauchen. Aktuell zwar eher nicht so viel, aber früher oder später sowieso. Und jetzt, Chat, das ganz Große. 4x87 plus Level 20 im Season Pass. Abfahrt. Wir gehen rein.
Oh, das tut mir leid, Flori. Das tut mir leid. Ach du Scheiße. Das sind ja mindestens 3,87er drin, ne? Boah. Ach du Scheiße, du hast 4,87er. Egal, passiert. Am wenigsten nimmst du es ein bisschen entspannter auf. Aber viele werden wahrscheinlich da richtig gebrochen sein. Aua, das tut weh. Das tut mir echt leid. Gönne, bitte. Jetzt. Alter, die sind so kacke, Chats. Die Hero Picks würde ich wirklich nur mitnehmen, wenn ihr sagt, ich habe wirklich zu viele Coins. Oder zu viel Untrade-Stuff rumliegen. Und ich will keine Spieler-SBC machen. Aber freiwillig würde ich die nicht anfassen. Bin ich ehrlich. Die sind echt kacke. Leider. Ich würde ihm was anderes gönnen, aber das ist gar nichts. Mein Lieber, zeig mir was. Bitte. Come on. Gönne. Oh, Scott ist aber ganz geil, oder? Scott müsste eigentlich sogar ganz was wert sein. 100k oder so. Ey, 300, Junge, krass. Okay, das ist wild. Mit der beste Bull nach Jaja, den wir gesehen haben. Sehr, sehr schön. Seid ihr gegönnt. Schön, freut mich sehr. Das ist halt einfach verschobener Schlafrhythmus. Und im verschobenen Schlafrhythmus hat auf jeden Fall dieser Pick auch gehabt, ey. Das ist ja... Lisarazu ist halbwegs noch okay, aber ich glaube, selbst Lisarazu kostet keine 20k mehr gefühlt, oder? 50, 60, 44k. Und alle anderen kosten halt auch nichts. Kannst auch auf Rating gehen mit Viali. Sind wir mal ehrlich, rein in der SBC damit. Es ist Wahnsinn. Und wir gehen wieder rein. Nächster Hero-Pick. Gönne. Ah, nee, das ist kein Hero-Pick. Das ist die Debinja. Die hat ja auch eine SBC bekommen. Das ist der bei ihm viermal Winter Wildcard. Kostet 54k allerdings noch. Ist auch gut gesunken. 18k heute. Die sind ja heute komplett eingebrochen. Hä, die war... Die Debinja war heute... Bei 97k Chat. Zwei Hero Picks, mein Lieber. Komm mal. Ah, ne, zwei Picks. Einmal, ich glaube, ja, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, einmal der Pick und einmal der Hero Pick. Marco Reus, the Goat. Genau, ja, genau. Hey, das ist ein Goat, den kann man nicht abstoßen. Und, gönne. Oh, Bombastor ist sauber. Bombastor ist sauber. Ich glaube, die kostet sogar noch einiges. Ja, 268k. Also, Außenverteidiger der Frauen. Aus der UCL, die sind richtig gut was wert mit Scott und Bombastor. GG, Regent League Rewards. Na, mal schauen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Oh ja. Das ist ein Start nach Mars, mein Lieber. Elliot einfach am Start. Hä, was ist denn da los? Kostet zwar nur noch 75k, aber besser als... Alter, willst du mich verarschen? Was hast du für Regent League Picks? Kunda, Nanji und Elliot. Was sehe ich hier? Sind das Garantierte oder was? Ja, okay. Also, 3 wäre auch übertrieben gewesen. Ohne Spaß. Aber GG, Nick. Komm mal, gehen wir rein. Nächster Pick. Pola. Das wäre was für mich, Chat. Pola wäre was für mich. Er nimmt Blitman mit. Aber auch das war kein guter Pull, ne? Schade. Komm schon. Bitte! Die sind halt auch nicht so cool, ne? Leider. Ich finde sie aber trotzdem interessanter als die Hero Picks. Keine Ahnung. Becker, sei cool. Becker spielt ja nicht mehr bei Union, ne? Aktuell, glaube ich, der ist doch gewechselt. Aber trotzdem schwierig. Schwierig. Okay, letzter Pick. Gehen wir rein. Kommt schon hier, ey. Zeig doch mal was. Sonst, ja, all in all, was soll man sagen? Hero Picks, Katastrophe. Absolute Katastrophe. Ja, also das ist wirklich, keine Ahnung. Selbst der Pick war jetzt gerade, den haben wir jetzt 2-3 Mal gesehen, aber auch nicht so gut. Kostet halt weniger. Irgendwie finde ich ihn interessanter als den Hero Pick, aber, bah, weiß ich nicht. All in all, lasst es weg. Also, das ist halt wirklich nur für diejenigen, die wirklich zu viel Futter übrig haben. Und ganz wichtig nochmal, auch das 700k-Pack, was gestern im Shop kam, Jungs. Lasst die scheiß Finger davon. Ne? Gerade Grüße gehen raus an Debo, Grüße gehen raus an Daniel. Ey, es ist zu viel, was mittlerweile die EA macht. Und die ziehen euch halt wirklich einfach nur sowas von geisteskrank das Geld aus der Tasche. Es ist die pure Abzocke mittlerweile, was die EA macht. Lasst die Finger von irgendwelchen Shoppacks, erst recht Shoppacks, die Untrade sind, weil ihr macht damit. Ihr kriegt damit nichts raus. Wirklich nicht. Es lohnt sich einfach nicht. Lasst die Finger davon, spart euer Geld, spendet es mir. Spaß? Nee, aber lasst es einfach wirklich sein. Es macht keinen Sinn, Chat. Es macht absolut keinen Sinn mehr. Leider. Das wird zu viel. Und da musst du halt irgendwann, musst du da halt einfach einen Standpunkt vertreten, der halt, glaube ich, nur so ist, das ist das der einzig Richtige. Schwierig. Schwierig. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Kuss.